Double Play. Was es ist und was es kann. Wie es dazu kam. Um viele Menschen mit einer audiovisuellen Botschaft zu erreichen, war TV lange Zeit das Massenmedium. Dann kam das Internet und viele innovative Endgeräte. Und das Mediennutzungsverhalten änderte sich grundlegend. Eine Kampagnenplanung, in der sich beide Medien optimal ergänzen, war eine riesige Herausforderung. Werbetreibende, Medienanbieter und Agenturen standen vor zwei Hürden. Sie mussten für TV und Online in getrennten Systemen isolierte Planungen durchführen. Die Branche rief zu Hilfe. Denn mit isolierten Planungen lassen sich die Wechselwirkungen immer nur schätzen. Effizienzverluste sind unvermeidbar. Und dann, im Jahre 2010, Auftritt für Double Play. Nach 3 Jahren Forschung präsentierten Pilot und 7One Media die Lösung. Double Play liefert TV- und Online-Nutzungsdaten aus einer einzigen Quelle. Basierend auf dem AGR-Fernsehpanel und dem GfK Media Efficiency Panel identifizieren wir statistische Zwillinge und fusionieren deren TV- und Online-Nutzung. Eine exklusive Datengrundlage. Und jetzt? Einsatz für das Double Play-Tool. Mit einer crossmedialen Analyse vom Feinsten. Denn das Tool verrät zum Beispiel, welche TV-Sendungen User gern sehen oder wo Sportschau-Fans am liebsten surfen. Also wer wann und wie oft besser mit TV und oder online zu erreichen ist. Fazit: Effizienz vom ersten Euro an. Der Planungsprozess mit Double Play optimiert beide Medien parallel, schon ab dem ersten Euro. Denn damit lassen sich so viele Personen so effizient wie möglich erreichen. Mit der besten maßgeschneiderten Mischung aus Online- und TV-Kontakten. Mit Double Play wird die Idee einer planbaren audiovisuellen Gesamtansprache über TV und Online endlich Wirklichkeit. Sprechen Sie uns an.